Oh, ich dachte TNT. Ich habe so lange kein TNT mehr benutzt. Wir müssen echt auf Creeper-Jagd gehen und Schwarzpulver sammeln. Oh, ich dachte, dass das TNT jetzt irgendwie krasser ist. So richtig so krasse große Explosionen und so, aber nein. Nee, das war's doch schon in dem einen Tempel nicht. Stimmt. Ich frag mich, was die Dorfbewohner denken, wenn wir hier ihre Häuser in die Luft jagen. Egal. Hier ist noch Schwarzpulver. Ich kann es nicht aufsammeln, weil Inventar voll. So, jetzt versuche ich mal das Ding hier in die Luft zu sprengen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Darf ich die Fackel setzen? Ach, wie willst du denn da rauskommen? Irgendwo hinspringen. Da liegt übrigens Schwarzpulver. Na, na, ouch. Ah, okay. Fast. Der Zaun oben steht noch. Aber immerhin ist das Haus schon mal weg, so einigermaßen. Ich habe keine Axt mit. Na, die Überreste, lass erstmal stehen, wir räumen die Überreste dann nachher weg. Okay. Gut, wie viel TNT hast du noch? Zwei. Zwei, okay, dann setz das auf jeden Fall. Nee, warte, setz das so hoch, warte. Geh mal da aus der Ecke raus. So, und jetzt setz es genau in der Mitte drauf. Da, hier. Einmal nur? Mhm. Ich hoffe, dass das Haus jetzt. Scheiße, ich hab den Wegpoint! Nein! Ich hab gerade die Karte geöffnet, warum auch immer. Aber hey, die Häuser sind immerhin schon mal weg, das ist immerhin schon mal ganz cool. Ich hab noch einmal TNT, was darf ich in die Luft springen? Bleib mal stehen, ich will deinen Hintern in die Luft jagen. Okay, komm. Warte, warte, warte. Nein, warte, ich stell mich auch extra. Da? Juhu! So, jetzt hast du auch mal meinen Hintern in die Luft gesprengt. Ich hab Errungenschaft erzielt, dreimal auf Holz geklopft, was? Ja, den hab ich gerade auch bekommen, wieso auch immer. So, jetzt müssen wir eben noch hier den Schwert. Brauchen Äxte? Oh Gott, wie das aussieht. Wir brauchen Äxte, kannst du mal Äxte bauen? Ja, ich hol eben. Ah ne, wir haben ja unten, Dingsens. Räum mal hier den Rest eben auf. Oh, da unten ist ein Skelett. Wir haben hier auch noch nicht genug ausgeleuchtet. Da sind zwei Skelette. Da! Und irgendwo ist noch ein Zombie. Ich habe aber nur keine Ahnung, wo. Wenn hier ein Creeper steht. Ich schwör, ich mach den kaputt. Kaputt, Junge. Kaputt, Junge. So, was willst du haben? Eine Axt, ne? Du könntest ja in der Zwischenzeit dann jetzt auch endlich mal die nächste Frage einwerfen. Wir haben stimmt. Wir haben ja jetzt genug über Action geredet. Oh, bist du weit geflogen. Scheiße. Jetzt war ich auf meinem Mute-Knopf. Annie, wie latt bist du? Ich bin nicht so latt. Annie ist nicht latt. Was meint ihr, ey? Annie ist voll nicht latt. Latte Menschen gibt es heutzutage leider nicht mehr, da muss ich leider enttäuschen. Ja, tut mir leid. Tut mir echt leid. Ne. Ja. Wollte ich nicht eine Axt haben? Ja, ich brauch schon ab. Hä? Hier. Ich hab doch, komm mal hier hoch. Ach so, ja, warte, bin unterwegs. Boah, das ist voll der lange Weg. Ja, deswegen, wir hätten das irgendwie anders regeln müssen, aber egal. Ja. Ich denk mal, wenn wir das fertig gebaut haben, werden wir da eh nie mehr runtergehen, also. Ja. Ist das Wort Latt überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich könnte mal Google fragen. Google weiß alles. Hast du die Axt gefunden? Die liegt da unten. Ah. Auf dem Erdblock. Spacken. Dann. Boah, blauer Himmel, ey. Ich wünschte, das wäre jetzt momentan, ey. Das wäre echt krass. Bei uns ist ja momentan Schnee. Ich habe total keinen Bock auf Schnee. Hier ist trüb. Sommer in Russland. Ja, andere Seite der Weltkugel, es ist Sommer. Mein Inventar ist voll voll. Voll voll? Voll halb leer. Ja, meins auch, deswegen, ich kacke. Warte mal, wir haben noch unten eine Truhe, ne? Ja. Obwohl, nein, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich mache erstmal hier die Treppe weiter. Wo haben wir die Stufen? Da haben wir die Stufen. So. Soll die einfach gerade nach oben? Ja, toll. Soll die einfach gerade nach oben gehen? Ja, ne? Ja. Und dann hier noch so ein Haus hin. Ne. Wo dran steht Danger, Gefängnis, Prison. 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 Prison Break. Kennst du die Serie? Voll geil. Nee, kenn ich nicht. Ey, musst du mal gucken. Die magst du bestimmt. Ist so ein Drama, also jetzt nicht Drama, Thriller-Gedöns-Zeugs. Echt geil, ich liebe das voll. Eine meiner Lieblingsserien, by the way. Hätte ich vielleicht auch mal irgendwann mal erwähnen müssen, aber habe ich nicht. Jetzt könnt ihr euch generell einfach mal in den Arsch ficken, deswegen, weil ich es nicht erwähnt habe. Das darf ich wieder außen rumlaufen, ey. Ich hasse das. Wir hätten es anders bauen sollen. Yep. Wir lassen das die Community machen. Ja. Ihr dürft dann umbauen. Ich denke mal, dass ich Wollen wir hier überall wieder Erde hinmachen?
Ja, wir machen jetzt erstmal halt Oder wollen oben. wir das wie so ein Schlachtfeld lassen? Wie als ob das Gefängnis wurde schon mal aufgesprengt. Wehe, das Gefängnis wird aufgesprengt. Nee, lass uns das schon normal machen, finde ich, oder? Weil hier sind ja auch Insassen, die halt noch Die da sind nicht sind. normal. Ja, aber halt Insassen, die Aber halt. irgendwann sprengen wir das, okay? Ja, irgendwann ist eh der Moment gekommen. Und da kommt auch die traurige Musik jetzt gerade passend. Irgendwann ist auch der Moment gekommen. Nach 1000 Ich will das einfach Folgen. nur in die Luft sprengen, damit es kaboom! Nach 1000 Folgen oder nach einem Special, wo wir einfach unsere komplette Welt in die Luft sprengen. Und sie dann nie mehr Dann ankommen kaboom! werden. Irgendwann wird dieser Moment kommen. Dann Aber der kaboom! liegt noch in naher Ferne. Na, Ferne, ja, ist klar. In weiter Ferne. Hier haben wir ja die Staffel 3 damals begraben. Es wird nämlich keine Staffel 4 mehr geben, sondern nur noch dieses Let's Play Together. Oh, Ne? kannst du mal aufhören mit diesem komischen Rumgefasel und dir vielleicht mal helfen, du Blödmann? Mach ich doch. Guck mal, ich habe voll viele Treppen dahin schon gegen. Dahin schon hinge. Spastenkopf. Jetzt Ja, muss ich ihn hier noch zubauen. Das hier. Ich kann schon mal die nächste Frage. Ich will nicht heller machen. Die nächste Frage ist ein Thema mit YTT und den über 1 Million Abonnenten. aha. Kannst du dazu irgendwas sagen? Cool. Okay, Ich nächstes. schaue YTT überhaupt nicht. Das habe ich auch schon mal gesagt in den irgendwann in den letzten paar Folgen. Folge 40 oder sowas war das Okay, ja, sogar. das haben wir dann geklärt, weil jetzt kommt eigentlich was recht Nee, ich möchte das mal Interessantes, sagen, was. weil ich YTT einfach nicht mag. Kann ich einfach nicht ab. Okay. Dann fragt nämlich The Flubbersen, und das finde ich eine wirklich interessante Frage. Könntet ihr darüber reden, wie ihr das findet, ob die Anklage an Steam bzw. Valve gerechtfertigt ist, da sie ja von der Verbraucherschutzzentrale angeklagt wurden, weil man die Spiele, die man virtuell kauft, nicht weiterverkaufen kann, beziehungsweise wenn man keine Lust mehr hat, sie an niemand anders geben kann. Wie wir das finden? Boah, das ist echt eine richtig geile Frage, ey. Ja, Leute, deswegen habe ich dich ja jetzt auch unterbrochen. deswegen, also sowas möchte ich echt öfters von euch haben. Also einfach so, ja, auch aus der Gaming-Szene oder sowas, einfach News oder sowas. Das könnt ihr uns alle stellen, wirklich. Im Notfall guckt ihr einfach mal bei News vorbei und er sagt da auch teilweise was zu. Daher kenne ich das ja auch erst. Mit dieser ganzen Anklagegeschichte und sowas. Gesagt, guckt einfach eine Und Floyd da und ja, fragt uns das dann ist einfach nur uns die Floyd und Sachen oder fragt uns dann sowas. die Inhalte ab, ja. Richtig. Also ich muss sagen, ich habe darüber eigentlich zuvor noch nie nachgedacht. Also ich habe da wirklich Spiele gekauft, mich gefreut oder halt nicht mehr gespielt und dann war auch so, okay. Die Spiele hast du jetzt, die kannst du irgendwann, wenn du Bock drauf hast, mal wieder spielen. Aber ich habe da nie dran gedacht, ja, könntest du eigentlich verkaufen, könntest du wieder Geld für kriegen, könntest du dir neue Spiele kaufen. Wie LeFloid gesagt hat, Spiele verkaufen, um Spiele zu kaufen. Voll Das der war Teufelskreis. damals so, als ich damals eine PlayStation 2 hatte und eine PlayStation 1, da habe ich dauernd meine Spiele wieder verkauft, die ich halt selber nicht mehr gespielt habe, außer halt meine Lieblingsspiele. Das war dann halt klar, dass ich die halt nie verkauft habe. Die habe ich dann immer zum Beispiel bei GameStop oder sowas verkauft oder halt sowas. Aber ich habe selber auch noch nie wirklich drüber nachgedacht. Das Ja, ist und ich halt. finde, eigentlich haben sie recht. Na. Ich meine, ich habe zum Beispiel, man sollte auch geschenkte Spiele verkaufen können. Gut, das ist jetzt, ja, ich habe zum Beispiel Dota 2 geschenkt bekommen, habe es gespielt, fand es kacke. Und um auch mal auf die eine Frage, die ich in Steam gestellt bekommen habe, zurückzukommen, ich finde Dota 2 kacke. Dota 2 ist wirklich kacke. Genauso wie LOL. Ja, LOL komme ich auch nicht klar, aber das ist wenigstens kostenlos. Und das hätte ich zum Beispiel auch verkauft. Lass mal schlafen gehen, bitte. Es gibt auch einige Spiele, wo ich so denke, ja, da hast du jetzt Geld für ausgegeben, die hättest du auch verkaufen können. Gut, da könnte man dann auch wieder so ein Thema drinne sehen, von wegen, ja, wie will man das machen? Und vor allem, oh, es leckt gerade. Scheiße. Und vor allem, Dingens, wie macht man das mit der Bezahlung, wenn man da so ein Spiel verkaufen will? Und Richtig. wie ist das mit dieser Steam-Aktion, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe The Walking Dead in der Sonderaktion gekauft für 12 Euro? No. Wäre jetzt nämlich blöd, wenn ich das irgendwie dann für 15 Euro eigentlich verkaufe und das, naja. Ja, das ist eh generell komisch, weil wie gesagt, Steam hat ja meistens dann, wie gesagt, auch diese, wie du auch schon erwähnt hast, Sonderaktion. Und da das Spiel auch im gewissen Sinne nicht gebraucht ist, sondern einfach dann, wenn du es einfach zum Download, weil es sind ja einfach Dateien, die ja nicht geschädigt sind, weil die sind ja nicht auf der CD gebrannt. Deshalb sind die ja im gewissen Sinne nicht gebraucht. Deshalb müsste man da echt mal gucken, wie man das regelt.
Ich find's aber auch an sich finde ich es gut. Ja, schon, aber ich, ganz ehrlich, ich finde es auch in gewissem Sinne unfair, wenn du jetzt selber ein Spiel für 50 Euro kaufst, es durchspielst und dann es wieder für 50 Euro verkaufst. So finde ich das ehrlich gesagt auch doof. Aber irgendwie finde ich die Sache auch doof, wenn du ein Spiel für 50 Euro original hast bei Steam und es dann gebraucht im gewissen Sinne bei Steam für 30 Euro holen kannst. Das ist, also da muss man auf jeden Fall noch irgendeinen Weg finden. Warte, das habe ich jetzt nicht. Hast du nicht gecheckt? Nee. Guck mal, du kennst ja den... Wenn das bei Steam eingeführt werden sollte. Ja. Ne? Dieses, du kannst deine Spiele dann selber verkaufen. Ja. Und die kosten zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach jetzt mal irgendein Spiel, was 50 Euro kostet. Du hast es für 50 Euro eingekauft. Hast es durchgespielt, fandest es richtig geil und möchtest jetzt einfach dann halt jemand anderes geben. Ja. Für 50 Euro. Na gut, da müsste man dann... Richtig, ja, da müsste man dann auch so eine Regelung treffen. Das meine ich nämlich. Wenn du dann nämlich, weil dann hast du ja für das Spiel nichts bezahlt, hast du es ja dann einfach weiterverkauft. Und das könntest du dann einfach mit jedem Spiel machen, einfach jedes Spiel weiter ausprobieren. Und im gewissen Sinne würde ich mir doch selber dann die Spiele, diese Originalspiele für 50 Euro nicht mehr kaufen, sondern eigentlich nur diese gebrauchten Spiele für 30 Euro. Aber dann bekommen die ja kein Geld mehr für die 50 Euro Spiele, weil jeder dann nur die 30 Euro Spiele kauft. Ich hoffe, du kannst ungefähr nachvollziehen, was ich meine. Aber da finde ich auch, es sollte... Um dem zu entgehen, finde ich, sollte es einfach irgendwie, wenn ich jetzt mich nicht täusche, gibt es die Funktion nicht, dass man eingekaufte Spiele einfach auf andere Accounts übertragen, also jetzt nicht direkt verkaufen, sondern einfach nur übertragen kann. Ja, übertragen, das finde ich ist eine ganz gute Sache, dass sich dann irgendwelche Leute halt absprechen, die sich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage hier, Annie, ich schenke dir jetzt das Spiel zum Beispiel nicht, jetzt klingelt das Telefon und jemand kommt rein. Ja, ich bin gerade in der Aufnahme, Mama. Jetzt aber das Telefon gehört, jetzt bin ich gleich schon wieder gestört. was wollte ich jetzt gerade sagen? Wenn ich jetzt der Annie zum Beispiel irgendein Spiel von mir schenken möchte. Sagen wir zum Beispiel mal Alan Wake. Das habe ich jetzt für, wie teuer war das? 8,99 € mit dem DLC halt bei Steam bekommen. Und dann würde ich sagen, okay, ich möchte es jetzt nicht mehr haben. Annie, du gibst mir einfach 5 Euro dafür, überweist mir einfach 5 Euro Steam-Guthaben. Dann wäre das vollkommen okay, dass man das so unter Freuden halt machen kann. Dass es jetzt nicht so wie bei eBay halt einen öffentlichen Markt gibt. Annie, hier kommt noch überall Stein hin. Ach so, okay. Hier kommt noch so ein kleines Häuschen hin. Das ist halt so ein kleinen... Ja, dass man das halt bei Freuden halt gibt's so... Gibt es eigentlich auch Spiele tauschen? Nee. Das sollte es zum Beispiel auch geben, finde ich. Ja. Das wäre dann, wenn man jetzt nicht direkt... Dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, Steve sagt, hey, ich habe Alan Wake, du willst Alan Wake, du hast The Walking Dead, ich will The Walking Dead, lass tauschen. Richtig. Weil ich habe zum Beispiel, ich habe... Im Sommer oder so, hatte ich schon mal einen Steam-Account? Warte mal kurz, ich muss einmal ganz kurz Aufnahme beenden. Moment, okay. Mach mal kurz. Wie gesagt, die bauen da gerade einen Schreibtisch auf, deshalb muss ich ab und zu mal aus der Aufnahme raus. Moment kurz, bis gleich. Aufnahme läuft wieder, sorry wegen der kleinen Unterbrechung. Oh, so, wo waren wir gerade? Sorry, dass ich dich wirklich unterbrochen habe, aber... Ja, ist okay. Ich weiß ja, wo du warst. wie das klingt. Das klingt voll komisch. Ich weiß, wo du warst. Nee, also ich hatte im Sommer oder so, hatte ich schon mal einen Steam-Account. Hab dann ein Spiel gehabt. Alan Wake. Ja. Alan Wake. Okay. Ja. Hatte da das Spiel registriert und alles Mögliche. Und hab dann aber irgendwann nicht mehr gespielt und hab aber Zugangsdaten, Passwort, alles Mögliche vergessen, weil ich dann halt nicht mehr gespielt habe und nicht mehr... Oh, fuck! Holy shit! So, Creeper! Boah. Tot. Nein, nicht explodieren. Und hatte da jedenfalls Alan Wake drauf registriert, hab's mir im Laden gekauft gehabt, etc. Steve! Du Kackbratze! Autsch. Mach ganz! Und hatte da Alan Wake und das hat mich dann voll geärgert, dass ich da die Zugangsdaten halt vergessen hab und das Spiel nicht mehr hab. Ich meine, ich hab die CD rumliegen. Ich kann's nicht mehr spielen. No. Wie bescheuert ist das denn bitte? Dieses Problem hatte ich zum Beispiel, ich habe ja auch zwei Steam-Accounts. Einmal den, den ich jetzt habe und ich hatte ja mal früher noch einen. Da waren auch, ich weiß gar nicht, was da für Spiele drauf waren. Ich glaube, da war auf jeden Fall auch zwei Spiele für 50 Euro drauf. Da habe ich auch die Zugangsdaten vergessen. Auch die E-Mail vergessen und der Steam-Support konnte mir das halt, den Account nicht mehr freischalten, weil ich meine E-Mail-Adresse nicht mehr weiß. Ja. Und auf welche E-Mail-Adresse vor allen Dingen, weil die müssen ja irgendeine E-Mail-Adresse haben, damit sie das wenigstens auf eine andere E-Mail-Adresse umschalten können, aber ich hatte ja keine E-Mail-Adresse mehr. Und ja, das ist dann halt echt dumm gewesen. Und da ist schon mal 30, 40, 50 Euro futsch. Ja, dass man dann... Ich meine, gut, irgendwie habe ich gelesen, dass es geht, wenn man den Kassenbon, irgendwie so eine Kopie vom Kassenbon zu Steam schickt oder so, dass man halt beweisen kann, ich habe das Spiel gekauft, übertragt mir das auf den anderen Account. Woher Kassenbon?
Ja, deswegen, also wenn man das jetzt im Laden kauft. Ja. Wie ich jetzt hier Alan Wake gekauft hatte, beziehungsweise geschenkt bekommen hatte. Und da denke, habe ich mir auch so gedacht, the fuck, ich heb doch keine Kassenbons auf. Richtig. Jedenfalls nicht über längere Zeit. Und deswegen sind jetzt irgendwie 30 Euro futsch. Also da, zum Beispiel da, das Problem haben bestimmt schon viele, viele Leute gehabt, also. Da denke ich mal echt, dass da auf jeden Fall mal was getan werden sollte. Aber ansonsten halt, ja, da muss echt auf jeden Fall noch eine Lösung gefunden werden. Jetzt nicht zum Beispiel, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, jetzt nicht so ein ganzen Shop halt aufbauen, wo man gebrauchte Spiele im gewissen Sinne bei Steam verkaufen kann, sondern die Funktion, dass man das halt mit vertrauten Personen, dass man halt mit einer Person in Kontakt kommt, halt einen Preis ausmacht und das dann halt sich so abregelt. Also weißt du, wie ich das meine? Ja, also, dann so ist aber wieder, wie du vorhin gesagt hast, das mit dem Steam-Guthaben übertragen. Ich zum Beispiel, ich habe keine Prepaid irgendwie oder sowas, wo ich jetzt Guthaben auflade. Man lasse es immer direkt vom Konto abbuchen und so. Ja, dann überträgst du das halt, dieses Konto überweist du dann halt in gewissem Sinne zu, weil das ist ja bei eBay genauso, du überweist das Geld erst zu eBay und eBay überweist es dann auf den Kunden. Das wird Steam dann, denke ich mal, dann hoffentlich genauso machen. Wie breit wollen wir das hier machen? Wollen wir hier so noch Stein und dann hier dieses Haus hin, oder? Ja, ich würde mal sagen, genau, hier machen wir dann das Haus hin. Gut. Ja, okay. Das sieht gut aus, ja. Warte mal, dann mache ich mal hier überall noch Erde drauf. Moment. So. Ja, dass es dann jedenfalls so geregelt wird, weil so wie es jetzt ist, ist okay, aber es ist noch ausbaufähig. Also deutlich ausbaufähig. Richtig. Und das sieht kacke aus, weil es gerade nicht symmetrisch. Scheiße. Du hast eine Kacke gebaut, Annie, ey. Ich weiß, lass mich. Ja, also. Weil es war auf jeden Fall ein gutes Thema, also. Ja. Ja. Ich denke mal schon, dass auf jeden Fall in den nächsten paar Monaten da sich da irgendwie was findet, dass das Steam eventuell irgendwas einrichtet, weil ich denke mal, dass das Steam dann auch wieder mit Gewinn machen kann und ich denke mal, dass Steam da echt was sich einfädeln lassen würde. Oder dass man halt, wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Sachen halt besprochen, die man eventuell machen könnte. Vielleicht wird ja davon irgendwie was eingelöst. Floyd hat ja auch was vorgeschlagen, was ich allerdings nicht kapiert habe, muss ich sagen. Ich habe den Anfang verstanden, aber irgendwie war da so eine Lücke, wo ich mir dann so dachte, wie will man das jetzt umsetzen? Ich habe Floyds Video gar nicht gesehen. Ich habe das selber irgendwo in, ich weiß gar nicht, war das... Also er meinte, dass man irgendwie so einen Weitergabecode bekommt, wenn man das Spiel kauft. Hm. Und den Code dann halt weitergibt, damit man das dann im Steam Store... beim Kauf des Spiels mit diesem Code auf den Preis reduzieren lassen kann, den man halt da ausgehandelt hat. Weißt du? Dass man halt nicht das Spiel direkt verkauft, sondern dass man den Code verkauft. Ja. Wo dann aber auch wieder ist, wie soll Steam dann wissen, welcher Preis ausgehandelt wurde? Richtig. Das ist da so eine Lücke, finde ich. Na, ich denke mal schon. Also ich denke mal, da stecken auf jeden Fall einige schlaue Kerlchen halt hinter, ich denke mal schon, die regeln das schon irgendwie. Irgendwie machen die das schon. YouTube macht das. Ja. YouTube mischt sich jetzt mal kurz bei Steam ein und macht das. Nee, bitte nicht. Haben wir irgendwo Setzlinge oder so?